Ja, aber optisch sieht's Ja. gut aus. Hallo, wir haben ein Paket bekommen. Also schon Anfang der Woche. Heute ist Sonntag, aber wir haben es noch nicht geschafft zu öffnen und anzubringen. Und das wollte ich jetzt mal aufmachen und ich hoffe, das ist der Kennzeichenhalter, sonst wird das jetzt ein sehr peinliches, lang, kurzes Video. Ich mache das hier schon mal auf. Also ich hätte ihn ja auch in der vor Ort regional gekauft. Aber es ist nicht möglich, einfach mal sowas im Geschäft zu kaufen oder beim Kennzeichendrucker, weil sowas keiner hat. Für zweizeilig. Auch nicht Motorradbedarf und nix. Kennzeichenrahmen Chrome-Look. Da haben wir gedacht, das passt wahrscheinlich zu der Stoßstange ein bisschen besser. Auch nur Plastik, aber das Chrome-Look. Montage allerdings auf der Rückseite. Die kann ja nicht so schwierig sein. Da ist gar keiner. Da ist nichts. Die Richtig geil. Montageanleitung. Montageanleitung. Montageanleitung auf der Rückseite. Steht auf der Rückseite übrigens auch. Vielleicht auf der Rückseite von der Pappe. Aber gut. Ja, doch, ja. Aha. Aber wie schwer soll es sein? Die Rückseite meinen Sie. Überraschung, man schraubt es an und macht das Kennzeichen rein. Hammer schwierig. Kann man hinkriegen. Genau, ja, damit wir endlich das mal vernünftig angebracht haben. Denn würde ich sagen, Knarrenkasten geschnappt. Und los Und geht's, los ne? geht's. So. Welche waren denn jetzt hier vorne? Ich glaube, die da. Ja, die alten, die neuen sind von diesen Klemmfix-Dingern, die hatten aber nicht so gut gepasst. Die passen, glaube ich, Genau. ganz gut. Dann ist das bestimmt 10. So, jetzt muss der ja. So, anders geht's ja nicht. Jörg passt da nicht. Ja, passt wieder da drunter. Zu groß? Nee, passt. Soll ich eigentlich mal erzählen, wie schwierig es Ja, war, diese erzähl Kennzeichen das zu mal. bekommen? Vorne, also hinten ist ja auch ein kleineres als normal und hier vorne brauchten wir ja ein zweizeiliges. Und als wir das Auto ummelden wollten auf dem Straßenverkehrsamt, hatten wir eine ganz nette Bearbeiterin, die aber meinte, dass sie das nicht darf ohne Vorführung vom Fahrzeug, also ohne das Fahrzeug Also irgendwie gerade gesehen zu haben. das hinten das Kennzeichen, Ja, das genau, Kleine. also vor allem hinten das Kleine. Und natürlich waren wir nicht mit dem Auto da, weil wir ja die alten Kennzeichen abgeschraubt hatten, weil die ja entwertet werden mussten. Und dann war es irgendwie, ich glaube, Viertel vor vier oder vier, Ja. ne? Irgendwie so um die 16 Uhr rum.
Und 17.30 Uhr machen die wieder zu. Und sie meinte, bis um 17 Uhr müssen wir dann wieder mit dem Originalfahrzeug da sein. Sonst müssen wir einen anderen Tag wieder kommen und nochmal so eine neue Nummer ziehen für den Wartebereich. Und weil das Ganze nochmal von vorne. Der Kollege, der es begutachtet, dann Feierabend macht. Genau. Also mussten wir dann irgendwie immer schnell nach Hause fahren. Die Autos tauschen, also die alten Kennzeichen dann halt hier auch wieder an den Chevy dran schrauben. Irgendwie auf die Schnelle, schnell die Autos getauscht, dann damit wieder hin. Da waren wir, glaube ich, 10 vor 5 dann da, ne? Also ja. 16.50 Uhr. Dann sind wir wieder zu der Sachbearbeiterin hoch. Die war übrigens irgendwie im ersten Stock, also man musste mal eine Treppe hoch. Dann mussten wir mit ihr wieder runter. Weil das ja halt dieser Prüfer machen muss. Genau, draußen, der Kollege. Das wackelt jetzt aber ganz schön, oder? Ja, war es das jetzt hier? Das hat nur die zwei Schrauben. Ja. Das ist ein bisschen. Ja, und also wir mussten dann halt wieder mit ihr runter. Dann musste der Prüfer das sehen und hatte gesagt, ja, ist ja eindeutig, passt nichts anderes dran. Dann mussten wir wieder hoch, haben dann ja diesen Zettel bekommen zum Kennzeichen drucken. Also Steffen hat dann in der Zeit neue Kennzeichen drucken lassen, während ich die alten vom Chevy wieder abgeschraubt hatte, die wir dann provisorisch wieder reingeschraubt haben. Weil die muss man ja auch entwerten lassen. Da mussten wir dann nochmal hoch. Aha. Dann mussten wir unsere alten Kennzeichen vorzeigen und haben eine Rechnung bekommen und dann wurden wir wieder runtergeschickt an so einen Automaten, wo man die Rechnung zahlt. Also da kriegt man ja so eine Karte, die man dann so einen Automaten und dann muss man das an diesem Automaten bezahlen. Die machen das ja nicht mehr selber am Schalter. Ja, dann mussten wir das Kennzeichen noch entwerten, das alte, ne? Und dann konnten wir wieder hoch und dann ja, mussten wir das Ganze dann noch unterschreiben. Genau, ja, also wir sind da x-mal hoch und runter und haben, glaube ich, keine Ahnung, voll lange diese eine Sachbearbeiterin da belegt. Und man hat sich so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, ja, genau, gefühlt. Welcher Film auch immer das war, aber du bist von da nach da gelaufen. Bestimmt in Ägypten mit Kleopatra, wo sie doch in der Pyramide da mit ihrem Zettel, oder? Könnte wo sie sein. Durch diese Pyramide da hoch und runter gelaufen. Könnte sein. War das in Ägypten? Ja. Weiß ich nicht, aber wir haben uns so ein bisschen so gefühlt. Ja. Und am Ende sind wir dann da 17.27 Uhr fertig gewesen, draußen gewesen. Und also wirklich ganz knapp vor Schluss irgendwie mit der ganzen Kennzeichennummer. Das war ein Akt, ne? Das war ein ziemlicher Akt. Und richtig geil, das muss man, also wenn man jetzt nochmal irgendwie ein neues Kennzeichen haben möchte oder braucht, weil man vielleicht ein H-Kennzeichen oder Saisonkennzeichen, dann muss man das wieder vorführen. Ja. Weil die das jedes Mal dann wieder sehen müssen und da hilft halt auch keine Eintragung irgendwie in den Fahrzeugpapieren, sondern das muss halt dann jedes Mal wieder bei jedem neuen Kennzeichen vorgeführt werden. Ja, genau, das können die leider, müssen die das ignorieren, haben sie zumindest gesagt, dass sie das nicht, ja, das was da drin steht. Ja, das war ein bisschen nervig. Ja, aber optisch, ist es passt ganz es toll, halt ganz, ne? Gut zur Chromstoßstange. Oh, Käfer. Käferchen. Na komm. Ja, komm. Oh. Hüpft der? Nein. Oh. Ja, das ist Natur. Natur pur. So. Fahren ja nicht so schnell, ne? Mit dem Schiff geht das auch gar nicht. Mit dem Schiff fährst du eh nicht so schnell. Vielleicht wird es besser, wenn wir es anders machen. Oh. Ach, naja. Weil nämlich hier, das ist ja kacke. Runtergedödelt.
Ist aber auch klein. Du willst jetzt die Unterlegscheibe da drunter machen, ne? Ja, genau. Ich habe auch noch welche sonst, glaube ich, im Keller, wenn ich gerade so überlege. Jetzt kriegst du die ja nicht raus. Ja, ne? Sonst könntest du ja eine drunter und eine drüber. Eine drunter, eine drüber, ne? Wenn du noch irgendwo welche hast, die vielleicht passen, ja. Willst du mal gucken gehen? Ja, ich gehe mal gucken. So, nochmal ein Versuch mit Unterlegscheiben drunter, weil der hier ja überhaupt nicht greift. Vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn wir da zwei hinterlegen einfach. Oder meinst eine? Du nicht, ist es zu dick zwei? Vielleicht eine, ne? Viel, viel. Ja, habe ich auch gerade gedacht, komm, gib ihm. Machen wir fünf Unterlegscheiben drunter. Zweite, ne? Sonst komme ich da nicht mehr hin. Das ist schon besser, aber ist noch Optimierungsbedarf. Im besten Fall hält sich hier noch irgendwo eine, ne? Ja. Naja, komm. Das muss halten. Also hinten wackelt auch ein bisschen. Ja, hinten sind ja auch nur diese Klemmfix-Dinger. Das kann ich vielleicht auch zeigen. Diese Klemmfix-Dinger, weil die hatten sie halt da vor Ort, wo wir das angemeldet haben und die Schilder drucken lassen haben. Und ja. Sonst hätten wir halt alternativ da irgendwie vor Ort in die neuen Kennzeichen irgendwelche Löcher bohren müssen. Richtig. Das und, wollten wir ja eigentlich nicht. Ja. Ja, wir hätten auch nichts mitgehabt. Ne? Ich habe auch keinen Bohrer dabei gehabt, das kommt noch dazu. Ja, ja. Einzeiliges wäre ja hier vorne auch schöner gewesen. Ne? Ich meine, es wird immer irgendwie so ein bisschen vibrieren. Das Blech ist natürlich fester, wenn es hier da Löcher reinbohrst und direkt anschraubst, hast du es natürlich ein bisschen stabiler. So ist es so ein bisschen. Naja. Naja. Schon ein bisschen besser. Nichts hält so lange wie ein gutes Provisorium, ne? Sagt man immer so schön. Ja. Ich glaube, das war es erstmal für heute dann, wa? Ja. Kennzeichen angebaut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin bleiben wir unterwegs. Tschüss.